eiskalt hier einen Punkt vergessen, ne? Ich bin drauf! Wie soll das gehen? Heute wird's richtig beschissen, genauso beschissen wie diese Rechtschreibung hier in der Beschreibung. Ja. Pantotroll, Pantotroll, Windrad, Parcours, Versuch, alles Mögliche zu machen, sonst macht es Bumm. Und sei vorsichtig, du stehst, man kann immer was ich abbekommen. XD, hallo. Mit dabei haben wir Aris, ja, übrigens der Text ist von ihm. Und Deko, hallo, ja, der den buchstabiert hat, hallo. Assalam von Hallo Muchachos, auf geht's, ein richtig geiler Windradparcours, Windradkontrolleur, Deko ist am Stissel vollkommen bereit, die Windräder hier alle abzuchecken, ich wünsche euch einen guten Hunger und gute Geschäfte. Auf geht's! Genau, guten Rutsch und wir haben sogar gesagt bekommen, dass wir auch Leute begrüßen sollen oder mit aufziehen sollen, die gerade schlafen gehen, also gute Nacht. Gute Nacht. Ich weiß noch nicht, wie man dazu kommen kann. Hey! Bei mir stand noch nicht mal, die Waffen sind freigegeben. Bei mir stand auch nicht. Der schnellste Ficker von Mexiko. Stand es bei dir? Nein. Okay. Ich habe einfach nur C gedrückt und E durchgehämmert. Achso. Digga. Ja. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, was ich sagen wollte. Hallo, danke. Der Möwe ist Alter. Ja, was denn? Oh, fuck. Genau, gute Nacht. Genau, ich wüsste nicht, wer sich unsere Videos als gute Nachtgeschichte anhört, aber man weiß ja nicht, Geschmäcker sind ja verschieden. Hallo. Irgendwelche kränken Typen wird es da geben, wahrscheinlich. Ja! Rudolph the Red-Nosed Reindeer. La 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 la, Rakete habe ich erst jetzt. Du mieser Ficker! Boom! Ey! Boom. Ja! Aussteigen verboten! Digga, du mieser Lachsnacken, Alter! Ich bin nicht in den Punkt gegangen übrigens, ne? Ich hab gerespawnt. Oh yeah. Bin wieder hier am Arsch der Heide. Aber ey, da hab ich dich ja mal richtig ausgenockt, ey. Hi. Aber der Troll war nice! Der Troll war wirklich nice, muss ich sagen. Und es kommt ja wirklich, es sieht so aus, als wäre die Map von einem Vierjährigen geschrieben. Gebaut, sorry. Ah, und trotzdem ja, also, ganz geil. Ich bin mal gespannt, wie schön das alles gebaut ist, wenn es wirklich an die Windräder geht und das Ganze problematisch wird. Oh ja. Oh! Oder werden könnte. Oh, hier würde ich eigentlich. Nein! Nein, lol! Hallo, was komm ist los? Ja, das ist falsch hier, das ist falsch hier. Ich habe eine Rakete, schieß nicht. Ich schalte. Falsch. So, ja, okay, ja. Ja. Ich bin einfach der, ich gebe dir Profi-Tipps, Brudi. Ich gebe dir Profi-Tipps. Ey. Ich war gerade erst der mieseste, übertrieben nette Typ. Ja! Ey! Hau ihn weg, schnell! Ey, ich seh... Ach, da ist er. Nein! Okay. Du Lappen! Ja! Shit. Hau ihn doch weg, Junge! Warum fahrt ihr da außen? Die miesen Lexe! Digga, ist das hier für ein Primetime-Verkehr, ey! Ja! Alter Junge, was ist denn hier los? Ich bin aber weg, ne? Ciao, Leute! Die Abkürzung. Lol, oder auch nicht. Ey, Abkürzung verboten! Digga, was geht hier ab? Hallo, lass mich doch mal raus hier, miesen Ficklacken, Alter! See ya! Hey, du bist nicht gestorben! Natürlich nicht! Warum sollte ich Digga, sterben? Ich wollte euch so wegbomben, ich hab einfach an den ganzen Autos Huffbomb dran gemacht. Ja! Und wollt wieder so Brieftauben, wie sie euch Huffbomben schicken. Alter, Aris, aber sowohl Aris als auch Marvin haben es irgendwie überlebt. Also Aris habe ich gerade auch in die nächste Generation und Dimension geschickt, ey. Das kann ich ja mal sagen. Ich habe dich in eine Generation zurückgeschickt. Lass mich hier durch. Digga! Ey! Ich muss auch auf die andere Seite, das ist ja unfassbar hier. Hallo, mein Schatz, wo seid ihr? Hallo! Hallo. Ja, Aris, ich weiß ganz genau, was sie vorhaben. Gar nicht. Ich muss sagen, so ein bisschen Pantotroll ist schon wieder ganz geil, oder? Ist schon wieder geil. Hallo, jetzt werden hier noch Annäherungsminen gelegt, oder was? Willst du mich eigentlich verarschen? Richtiger Lachsnacken. Ja. Hallo, kommen Sie bitte, hallo, langsam hier, hallo. Hallo. Ihre Bestellung, Beater, in meine Hose rein. Nein. Hallo, Pantotroll, hallo. Oh mein Gott, kann ich mich noch retten? Hallo, rette dich! Wow, was? Fuck, war das close, ey! Ich hatte, also Real Talk,
eigentlich hast du mich getroffen. Das sah für mich auch so aus. Nein. Ach, oh. Ich lass euch vorfahren. Hallo! Wobei, darf ich so lange, ne? Okay, see ya. Okay, ab jetzt nur Raketen. Okay, Deal. Da war er schneller. Bin ich dafür. Ab jetzt nur Raketen, Leute, ne? Keine Anhörungsminen, keine Abbomben, gar nicht. Leute, okay, keine Anhörungsminen, keine Abbomben, kein gar nichts, einfach nur Raketen. Aris? Also auch keine Lenkraketen oder Bazooka oder so, ne? Hallo. Ja, ja, okay. Ihr seid doch der Krasser. Ihr seid die Einzigen, die irgendwie hinweggesprengt haben. Hallo? Ja, ich habe dich im Kofferraum schmeißen sehen, Monsieur. Monsieur, oh, ich bin komplett unschuldig. Ja. Nicht wissen, wovon Sie. Hallo! Ich hab alle vorne zu tryhard, Alter. Boah, was? Hallo. Hä, wo seid ihr denn erst? Weiter euch mal, ihr kleinen Kacksleppen. Hä, was ist da denn? Alter Schwede. Lass mal jetzt alle keine Minen mehr nehmen. Marvin. Ja. Ja, ich meine diese Unterwasserminen, ne? Ich meine nicht die, ich selbst geworfen habe, aber egal. Ach. Nee, diese Unterwassermine. Ja, die sehen ihn! Unterwasserminen sind ein Hoax. Ich brauch jetzt eure. Ja, komm mal her zurück. Man kommt da nicht rüber. Ah, ich bin drauf. Niemals. Doch. Digga, wie? Einer Abbombe ans Stoppschild. Ey, das geht eiskalt nicht, wenn du von hier unten kommst. Du bist durchgefahren, kann das sein? Hä? Hey, fahr doch einfach ein bisschen hinten auf die Rampe rauf. Ja, mach ich die ganze Zeit. Aber ja, ich bin dann durchgefahren. Oh fuck, okay. Digga, hast du nicht? Nee. Ja, gib mir Windschatten. Du darfst auf dem Teil nicht stehen bleiben. Gib mir Windschatten, komm her. Nein! Fuck, ey. Der Stoppschild. Ey, Digga, diese Black Screens, meine Fresse. Ey, wie? Monsieur le Rechtschreibung, bitte sehen Sie zu, dass Sie machen, besser, Krallo. Oh, ich komm durch, ich komm durch. MC Dome LP. Aris, so? Können wir zusammenfahren? So links, einer links, einer rechts, so? Das müsste doch irgendwie auch anders gehen, oder? Ich weiß nicht, also ich hab's nicht einmal bisher geschafft. Wollen wir es nicht mal wieder im Team versuchen, Broodies? Sollte mal echt. Oh ja! Oh ja! Ey, ja, das war's, danke! Ey, Marvin, du bist so ein dreckiger Bass. Oh, ich bin übrigens drauf, ja? Oh mein Gott, Digga, das war einfach der Boost! Ich bin nicht mal auf die Zwischenplattform gefahren. Aber boostet euch doch, gebt doch einen wenigstens Windschatten. Dann schafft sich der mit zumindest einer schon mal. Oh! Baby! Bitteschön! Nur durch meine Rettung hier hast du es geschafft. Digga, wärst du nicht da gewesen, wäre ich in den scheiß Tube gefahren. So, jetzt nur noch Aris! Ja, fahrt hier schon. I did it! Nee. Aris hinten mit Reifen durchdrehen lassen, das hat. Das hat bei mir nicht gebracht. Funktioniert. Dreckige, verkackte Stoppschild, ne? 300 Jahre später! Windschatten! Oh! Er fliegt komplett drüber und fährt am Ende runter! Oh, fein! Ist er drauf? Er ist drauf geblieben, ja. War klar. Alter. Endlich. Oh, so, Aris, dann fahr vor. Du darfst die Mine jetzt auslösen. Welche Mine? Da oben ist. Nee, Mann. Doch. Okay, dann fahr ich vor. Ey! Das war nicht. Bosser! Oder auch nicht. Hä? Hey, warum gehen wir alle nicht hin? Drauf gekommen ist, oder was? Naja, du bist ja auch wieder runtergefahren. Ja, aber ich war drauf. Wir sind einfach vorbeigefahren. Marvin schon wieder. Aris ist drauf. Und jetzt schieb ich ihn runter. Los, kick! Ja, Baby! Nicht schießen, hallo! Nicht! Ey, was? Nee! Ey, du bist immer. Nee. Boxershorts auf jeden Fall, Digga. Was für Boxershorts?
Ich hab euch weggesprengt, ihr miesen Fixnacken, Alter. Ja, wir haben vorher gesagt, wir nutzen nicht mehr so Scheiße. Ja, aber wir waren doch noch nie alle drei auf einem 2 cm kleinen Hübbelteil da drauf. Du kannst doch nicht sagen, eine Regelung irgendwie. So, aber jetzt ist das anders. Aber war super, Mann. Jetzt bin ich ja wieder der Einzige drauf. Ich werde jetzt den Raketenwerfer wiederholen und dich wegäumeln, ganz einfach. Ey, du hast gerade, ich habe einmal eine Gasbombe, du hast einmal Rakete. Aber ich habe dich nicht getroffen. Ja, da kann ich ja nichts für. Ja! Jetzt habe ich dich getroffen, jetzt alles gut. Ja, wie einfach, Scheiße. Wie einfach aufsteht da. Oder aussteigt. Klau einfach Marvins Auto. Oh. Ja! Ja! Aber jetzt, also wenn du willst, kannst du mich wegäumeln. Oh mein Gott, das gibt Rache. Digga, warum liegt immer dieses scheiß Gabelauto von Aris hier? Ich hab keine Ahnung. Okay, können wir uns verständigen, dass wir das aber wegäumeln können? Ey! Wenn ich nicht da bin. Aris! Soll ich das wegäumeln? Ich äumel das weg. Hallo, hallo, hallo. Ich hallo. Los, los, los. Gabelauto. Nein. Hat nicht funktioniert. Mann! Pass auf, das Windrad dreht sich ziemlich schnell. Ja, ich sehe es gerade. Scheiße, ey. Egal, ich kann das doch nicht! Windmühlenkontrolleur Deko mit der Windmühlen! Wie heißt das nochmal, wenn man so einen Rechtschreibsprecher hat? Hallo? Windmühlenlegastheniker. Genau. Ich bin einfach Windmühlenlegastheniker und vor allem Takt in der Legastheniker. Ah! Nein! Einfach wahr gemacht. Wenn ich der durch die, ist das durch die Scheibe Boxer oder durch die Tür gehe? Durch die Scheibe Boxer. Deine Frau haben will, aber nicht deine Uhr. Deine Breitling. Ich hab. Oh Mann, ey. Nur deine Frau und ein Doppelkorn. Wie Uhrzeit? Ja und ja. Nein, 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 ja, nein, ja, nein, ja, ey! Oh. Kannst ey, was? Einen Try beim Windrad bis jetzt, ey. Wie soll der Bruder hier gehen, ey? Wie soll man das hinbekommen? Das ist zu Tode schwer, ey. Hier egal, wie soll ich Scheiße, das denn jetzt rückwärts abtimen? Ich meine, es ist vollkommen scheißegal, ob ich es vorwärts oder rückwärts abtimen muss, aber... Oh, ich hab's, oh. Ja, wo kann ich mich zum Ende? Drehen? Ganz am Ende, aber auch wirklich nur, ne? Also nicht davor. Ist der Speed. Oh, fuck. Genau. Ich hab gerade auf diesem schmalen Kackding da verkackt. Ja. Hab ich auch fast verkackt. Konnte mich aber noch überretten. Ist das schwierig, weil er schräg ist, oder warum? Ne, ich hab danach bei dem Holzding verkackt. Ich hab da den Speed weggelassen, stand kurz stehen und dann bin ich zurückgerollt. Ganz kurz stehen. Ich dachte, es fällt niemand auf. Ich wollte nichts darüber sagen, weil ich mich gerade konzentrieren muss. Oh, du bist schon mal weiter als ich. Oh. Ich hab's eigentlich. Ja? Ich muss nur gerade durchfahren. Oh, Baby! Second try, Alter! Oh, Fake-Punkt jetzt bestimmt, oder? Oh, zum Glück nicht. Nein. Oh, aber eigentlich war es mega easy, Alter. Ja, ist auch. Wenn man weiß, wo man drehen kann, dann ist es. Ich hab den einmal noch rückwärts, alles rückwärts gemacht, das war aber auch vollkommen verloren. Oh, oh, kraul mein Nusse. Das war eine schwierige Geburt, dafür, dass es eigentlich so einfach war. Ares, such geradeaus, war dein erstes. Okay, let's go. Hallo. 300 Jahre später, hallo. Okay, dann würde ich sagen, geht's weiter, ne? Let's go! Oh, wie geht's? Hat okay. Das irgendeine Bewandtnis, dass man hier den Speed braucht? Oh, ja! Digga, ich rutsch todeshart nach unten. Ja. Ja! Also. Hat ihr's gesehen? Geil, nee. Ey. Richtig was war geil. Denn? Oh. Kannst du bitte. Oh, ein Container kommt da. Ja. Oh, geil. Mit hey, ja, wie soll man denn überhaupt hier gerade ausfahren, Alter? Ich seh nichts! Los, Ares, ja. Fahr nur rein! Alter Schwede, ey! Alter, das ist yo, das ist crazy, aber wir kriegen das hin. Ja, kriegen wir. Also gefällt mir ja dieser geile Scheiß hier. Endlich mal wieder Pantotroll, was los? Ich bin. Oh, ich bin drauf! Ja, Baby! Wir haben schon wieder was? Fast eine Mine gewartet, ich hole mir die Mine. Nein! Ey. Das ist meine Mine! Ja! Zwei jetzt. Punkte für Neko! Jetzt.
widerlich. Ja, jetzt weiß ich, was du mit dem Stoppschild meinst. Da kann man überhaupt nichts gegen machen. Los, jetzt ja, aber. Könnte es jetzt da sein. Oh mein Gott, ey, zum so Glück, dass ich da bin, ey. Komm, wir halten auch Ares auf. Ich rette sein Leben und er feiert sich selber dafür einfach jetzt. So, ich will extra keinen Franklin machen, das wäre Boxershort irgendwie. Ja, Franklin ist immer Boxershorts, egal welche Situation. Oh! Aufgehalten, Brudi! Wir haben ihn gefangen! Okay. Gotta catch him all! So, ciao. Schön, dass Sie da waren, hallo. Rakete wollte ich mir gönnen, hallo. So. Marvin verkackte, hallo. Ich hab euch geholfen. Messias-mäßig. Was? Ja, da war nämlich eine Semi, ne? Hallo, fahr doch! Ja, ich hab eine Bank! Ey. Marv, da steht jetzt 3-0, ne? Er steht übrigens... Ey! Bei Marv und mir steht es 7-4. Ja, es sind die ganzen Spawn-Kills, die zählen nicht. Ich hoffe, da ist jetzt keine Rakete. Nein, nein. Ja, ich hab wieder die Rakete. Woohoo! Ein paar Sekunden später. Ey, lass mich jetzt bitte einfach vorbei, ja, bitte. Ey, ich will's einfach nur schaffen. Nein! Los. Bitte nein. Oh. Also, es kitzelt aber schon krass in den Finger, wenn man Raketen hat und... ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie hart es gerade für Ares gejuckt hat, ey. Nein! Ey, ich war so drüben gestört. Auf der Plattform! Das ist so gestört. Ich war auf der Plattform und da geht das Scheißding ja auch richtig krass durch. Oh mein Gott, das könnte jetzt doch wirklich sehr knapp werden, was Deko gesagt hat, dass der... Dass der Speed... Anschwung ist ja. Alter, nein. Ich kann mich... Bevor ich jetzt fahre... schaffst du nicht. Schaff ich wirklich nicht, warte. Warte. Ich hoffe, das einfach nicht. Warte. Bitte Arbeit. Digga, wie soll das gehen? Warte. Wir müssen uns ganz genau anschauen, wie viel Platz ich noch habe. Ein bisschen hast du noch. Digga, die Entfernung ist einfach so krass, ey. Ja, jetzt wird's eng. Okay, so ungefähr musst du jetzt fahren, ja. Na, was, oh. LOL! Okay, Digga, das mach ich auch, Alter. Das ist der Hack. Oh mein Gott! Das war natürlich genauso geplant, ey. Ich bin so ein Mega-Profi. Digga, das ist einfach der Hack, ey. Den mach ich auch. Okay, ja, wir sind ja auch schon bei eiskalt 48 Minuten, Digga. Was? Lass mal wieder kürzere Folgen für Jeremy aufnehmen, damit er nicht immer Stundenfolgen schneiden muss. Hallo! Deal. Wobei, ist ja auch ein bisschen Wartezeit so dazwischen, ne? Ein bisschen, hallo. Ja, ihr musstet irgendwie zweimal ein bisschen auf mich warten. Ich halt's einfach nicht aus, ey. Aber ich muss sagen, diese scheiß Deckscreens, die triggern mich schon hart. Woher kommt das? Das weiß ich nicht. Ihr habt hier auch nicht, oder? Nee, also ich hätte schon links adaptiert. Ich hab wirklich, diesen, manchmal ist es ein bisschen kürzer, aber in der Regel ist es schon so 5 Sekunden oder so. Das ist schon ein bisschen belastend. Ha! Ja, der nächste Sprung wird gar nicht so einfach. Diese Trolls hier drin die ganze Zeit, ne? Alter Schwede. Hey. Finde ich geil. Wo war denn hier einer? Ares, Poparis. Hallo? Wo war hier die Mine? Du bist doch einmal ausgerastet. Achso, da drin genau oder wie? Genau, direkt vorm Punkt war die. Das sagen, gefällt mir. Bin da komplett reingenagelt, ey. Das war nicht geil. Echt nicht. Hm, reingenagelt. Dein Scheiß ernst, Junge! Ey! Huh! Alter Schwede, was? Okay, das wird weiter interessant. Ja, es ist nicht einfach. Eko, lass mal tauschen. Wir müssen hier Tube-Sprünge machen und hier ist nochmal so ein Windrad drin. Ja, das ist richtig nervig. Tube-Jumps kann ich ja mittlerweile so ein bisschen. Ja, auch mit Windrad. Ja, das ist echt böse nicht hier. Ja, Digga. Windrad ist halt random, ne? Oh, ich hab's! LOL! Oh, ich bin einfach nach rechts gefahren und wurde so ganz leicht auch an der Seite vom Windrad erwischt, aber noch während ich rechts hingefahren bin. Alter, wie glücklich. Dass mich in die Tube reingehauen hat, ey, einfach. Das war der Profi-Modus, Alter. Das war der Profi-Modus. Digga, voll gut. Er hat einfach vom Besten abgeschaut, glaube ich. Ja, und deine Methoden noch verbessert. Nein, 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 nein! Geh kaputt, du Lappen, los! Geh du noch kaputt! Oh mein Gott, jetzt brauchen wir richtig viel Speed, ne? Komm, fahr doch dagegen, du Lappen! Fahr du doch jetzt dagegen!
Ah, dagegen, komm schon. Los, hab Eier. Hab du doch Eier. Alter, aber schon. Der Tube Jump hier ist schon echt weit, Alter. Rein Ding! Wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? LOL. Du, LOL! LOL! LOL, wie geil! Wie geil! Ich hab's jetzt erst gemerkt! Ja, der verkackt los. Oh, geil, ey! Ja, eventuell. Was passiert? Oh, dann sagen wir nicht. Ich hab den Punkt einfach nicht gekriegt. Ich hab Hammer, ey. Richtig geil. Oh, besser geht's doch gar nicht, Leute. Besser geht's doch gar nicht. Ah, Traum, ich seh's, ein Traum! Ey, da schaffe ich's one in a million. Ja, aber ich bin first try hier hingekommen, ne? Ja, das ist auch nicht so schwer, ja. Aber der, geht's der wird jetzt schwer, ne? Ich glaube, Deko wollte jetzt hören. Ey, hast du gut gemacht? Ja, hast du wirklich hat er gut gemacht. Aber auch der, wenn man weiß, wie man springen muss, dann ist der andere eigentlich auch recht wheezy. Ihr mir jetzt aber beide nicht sagt, was da ist, ne? Ich bin so ein guter Mann, Alter. Ich komme da hin und fange euch immer ab und sowas. Und dann werde ich von euch so. Boah. So verarscht. Ihr bleibt einfach dabei, ne? Vollkommen egal, ich frage euch da, damit ihr nicht rüberfahrt weil und nix, Alter. Nein, weil das kein Troll ist, der böse ist, sondern den kann man easy scouten. Lol. Wirklich richtig easy. Deswegen, das ist nichts. Es ist nichts, was heftig ist. Hä, wo ist denn der gerade den Speed ausgelöst? Hä? Irgendwer gerade den Speed ausgelöst. Ich nicht. Nö. Hä, ich hab da gerade. Nein! Na, oh nein, Brudi, ich war doch fast da! Oh. Okay, weiter geht's. Nochmal alles von vorne. Hi, Deko. Ich bin noch nicht bei euch. Ja, ey, genau das meine ich. Genau das meine ich. Genauso kann man da trollen. Du kriegst jetzt von mir einen voll in die Fresse, Aris. Nein! Fickt dich, Marvin, ey. Fickt euch beide einfach, ey. welcher Speed, hä? Ich schau mir das an bei dir. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Ey! Ey, Deko! Deko! Hä? Wow. Okay, damit wird jetzt niemand mehr an diese Stelle hier schaffen. Niemand. Hallo? Ich wollte hier eigentlich einen Krieg vermeiden, ne? Aber nun gut. Egal, das ist einfach so eng mit dem Reifenabstand, Alter. Digga, du fährst auch ungefähr minus 3 km/h, ey. Also du fährst eigentlich schon wieder zurück. Passen Sie auf. Oh yeah! Fahren Sie langsam! Mm. Oh yeah! Oh yeah! Ich vertraue ihm jetzt einfach mal, weil sonst... Ich hätte gerade fast verkackt. Ich würde es nicht riskieren. Ja, aber sonst dauert das hier noch viel, viel länger. Wenn ich du... Okay. Ja, aber... Wir wollen ja... Wie viel länger es dauert, wenn du das Ganze von vorne fahren musst, das... Wollen ja Jeremy nicht einen zu langen Arbeitstag aufdrücken, oder? Ist mir egal. Mir egal. Alter. Ob ich wen troll oder nicht, mache ich nicht davon abhängig, ob Jeremy da länger arbeiten muss. Digga, das ist aber auch wirklich richtig krass. Wenn ich jetzt gleich verkacke und mir danach ist, dann... Oder was? Nein. Boxershots. Ego. Digga, wie kann das sein, dass ich hier verkacke, Alter? Es ist ja nicht mehr... Also, Aris, wenn du gleich auch noch im Team bist, ja? Also, ich meine wirklich im Team, dann können wir das alle hier schaffen und dass einer respawnen muss, ja? Das will ich hier nochmal sagen. Ich drücke nicht E. Wirklich. Weil es sind... Es ist ein Millimeter, den wir Deko kicken müssen. Nein! Nein! Nein. Nein. Du verkackt, oder was? Jetzt müsste ich auch... Oh. Jetzt müsste ich drücken. Digga, richtiger Profi in diesem Modus. Ey. Ich bin grad ein bisschen mental gebrochen. Ja, glaube ich. Ja, ich kann zwar so. Sobald ich Deko ankitzel, falle ich eh runter. Ja, ich glaube, ich muss sowieso respawnen. Ist da hinten noch ein zweiter Punkt gewesen? Also hier, der nächste Punkt ist hier vorne, in dem Kasten. Digga, ja, aber bei mir ist der andere. Wieso machst du das so, ey? Ich hab zu früh aufgehört, F zu drücken.
Jetzt muss ich zurückfahren. Oh, nein. Mach Haftbombe. Ja, aber ich bin so nah dran, dass ich auch weggeschleudert werde. Ich hab eiskalt hier einen Punkt vergessen, ne? Ey. What the fuck, ey. Es kann einfach nicht wahr sein. Ich hab Angst. Was ist da? Ich hab Angst! Soll ich einfach rüberfahren? Digga, das ist doch 100% ein Troll. Nein! Nein! Ey! Hä? Wieso bin ich jetzt runtergerutscht? Ich war doch komplett nice drauf, Alter! Ich sehe nichts! Fahr rein, Marvin. Ich sehe ja nichts! Wie, du siehst nichts? Ja, du siehst irgendwelche Gitter. Ja, aber... Warte mal. Jetzt fahr da endlich rein! Soll ich irgendwas machen? Okay, YOLO. Fahr einfach zum Punkt hin, wie man es einfach normal machen würde. Okay, das war's nicht. Ich hänge dann einfach dort. Boah, dann habe ich keine Ahnung, Bruder. Einfach so vielleicht? Ne, hier auch nicht. Hier? Ne, da auch nicht. Hä? Nein, nein, ey. Digga! Ich guck die ganze Zeit von vorne auf mein Auto. Und in dem Moment, wo die gelbe Wand kommt und meine Kamera weggedrückt wird, falle ich einfach rein. Marvin, ich sehe jetzt genau vor der Tür hier. Wenn du mich jetzt wegspringst, dann... Nein, nein, nein. Ich kann jetzt kurz hier was sehen. Ich brauche auf jeden Fall gleich auch euren Support, weil ich hänge jetzt hier fest, was ich eben vermutet habe. Ich hänge fest. Du musst mich hier retten. Oh! Okay, jetzt bin ich wieder drin. Also ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Ares, guck mal bitte, ob beim Spawn irgendwas ist. Ich weiß, da am Spawn irgendwo eine Tube ist. Oh, da? Ich stehe da durch. Lol. Ist, wenn du da durchrutscht, dann fällst du glaube ich da runter. Ich habe echt Angst, jetzt zu respawnen. Aber das ist falsch, Leute. Das ist falsch. 100 Jahre später. Egal, wie lange haben wir gebraucht, das hinzuschaffen? Ja, ja, ey. Ja. Ich habe was gesehen. Ich sehe was, ich sehe was. Oh. Hallo? Ja, genau da. Da ist eine Straße. Ah, hier, unten. Hier, ja. Ist die Straße. Oh. Oh. Ey. Oh. Oh ey, mein Digga. Gott, ey. Digga, was für ein Troll, irgendwer gibt es einen Punkt. Hä? Wo? Oh. Ja. Irgendwer gibt jetzt einen Punkt. Warte, ich respawn nochmal. Wie habt ihr das jetzt nein gemacht? Armin! Ja? Digga, den hab ich gefunden, den Punkt. Hä, gar ach nicht! Natürlich! Ach, da. Ich bin hier hinten runtergefahren, ich hab's auch gefunden. Bevor du gesagt hast, wo irgendwas ist. Ey, das war wieder so klar. Einfach weg hier. Digga, sei froh, dass wir den Lachs gefunden haben hier. Digga, oh, nicht bestimmt wieder ein Troll, oder? Nee. Und hier kann man sich jetzt rüberschießen lassen. Okay. Was? Obwohl uns oh da jetzt so hart verarschen lassen haben. Mein Leben, ey. Ja, es war aber auch echt. Wer hat sich jetzt den Punkt hier geholt? Da war doch gar kein Punkt. Hä? Hier war eine Mine. Ach so, ja. Hab ich, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht. Bist du reingefahren oder nicht? Nein, ich hab den abgeschossen. Ja, das ist Boxershorts. Alter, da muss man sich sogar noch vom Windrad dann rüberkicken ja lassen. Puh. Alter, was? Ja, aber es muss so gehen. Aber ey, es ist ja... Also, das ist schon sehr, sehr unschmuff gebaut. Also sehr, sehr, sehr unschmuff. Warte, ich würde raten, da muss ich hier so hinstellen. Geht? Weißt du... Alter, hä? Aber irgendwie, das Windrad ballert einen nicht in die Richtung, wo man hin muss. Nee, also, er hat das Ding schlecht zusammengebaut oder so, keine Ahnung. Also wir kennen ja Vanille. Stimmt einfach überhaupt nicht. Vanille kennen wir echt gute Windparcours-Maps, Windmill-Maps, aber das ist hier wirklich, das ist kein Troll mehr, das ist Troll gegen seine Baukunst, ey. Nee, also ich komme wirklich in die Richtung, aber da fehlt noch viel, viel, viel mehr Speed. Okay. Ja, wir sind ja schon 79 Minuten dabei, ne? Ich würde sagen, so langsam, ja, würde ich dann den Punkt auch mit einem Jet nehmen. Ah, das kann ich mir dein Flugzeug leihen? Hallo? Was
ist schon leider gerade ausgeliehen, Marvin. Der schießt ihn nicht ab, Alter. Ja, dann kann ich ihn auch hier gegen die Wand setzen. Nein, nein! Ja! Ey, Rache-Kill. Plus 50% RP. Ja, gut. Ja! Nice. Also, fürs nächste Mal merken wir uns, Deko als letztes den Jet geben. Dankeschön. Und um ehrlich zu sein, traue ich mir zu, dass meine Jet-Künste besser sind als deine. Hab ich gerade gesehen. Also, wenn, dann hast du gerade einen Beweis dagegen geführt. Es war Ausnahme. Einfach nur Ausnahme. Ja, dann beendet jetzt diese Map bitte. Ich versuche noch ein paar Mal mich rüber yeeten zu lassen. Ja! Achtung, da ist ein Speed versteckt. Also eine Sache teste ich jetzt nochmal, die er vielleicht so meinte. Ja. 1, 2. Oh! Alter. Nee. Okay. Hier ist der Speed, hier ist der Speed. Jetzt weiß ich, wie er sich das gedacht hat. Und so könnte man sogar da hinkommen. Also, die Richtung 100%. Nach wie vor der Speed nicht ganz so weit. Okay, 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 okay. Vielleicht kriege ich es doch gleich hin noch. Jungs, ich komme. Aufgepasst, ich komme. Ey, der Speed ist nicht auf dem Weißen, sondern auf dem danach. Ah, okay. Könntest dich also auf dem Weißen noch drehen. Guck mal kurz in Richtung Basketballkorb hier. Daddy kommt jetzt. Ja, ich gucke. 1. Soll ich mir gefallen? Warte. 4 und. Huh! Oh nein, das wollte ich nicht. Falsch, hallo. Hallo! Ja! Ich hab das Gefühl, dass ich nochmal getrollt werden soll, wenn ich ehrlich bin. So, ich fahr jetzt nochmal da rein. 1. Boom! Und? Alter! Alter, da fehlt nicht viel! Wirklich, da fehlt nix viel. Hallo! Okay, das war ein Amateur-Troll. Mal gucken, ob ich jetzt nicht zum Fleischwolf komme. Fleischwolf, ja? Oh oh. Digga, 90 Minuten. An zwei Minen vorbei in dem Punkt. Geil! Nein, nein! Alter, das war viel zu weit in die falsche Richtung. Aber. Entfernung hätte vielleicht fast stimmen können. Also, Muchachos, jetzt kann ich aber endlich mal wieder das Ziegenritual vorbereiten. Eiskalt 90 Minuten Panthos Rollparcours, ne, Digga, nicht mal beendet. Hallo! Daumen nach oben, 12 Muchachos. Dankeschön für euren Support. War mal wieder eine richtig beschissene Folge und Jeremy ist mir leid, dass wieder so ein langer Lachs war. Hallo. Und apropos langer Lachs, also mir hat die Folge sehr gut gefallen und Daumen nach oben zwirbeln, Partner abchecken, bis dann reinkommen. Bye bye, Muchachos! Bye bye!